Okay. Und die haben direkt mal mit einem Touchdown gestartet. Und das hat keine 4 Minuten gedauert. Nur knappe 3 Minuten. Okay. Unten bereits Ergebnisse vom Sonntag. Wir sind hier im Sunday Night Game. Das heißt, viele Spiele sind schon gespielt. Unten also die Ergebnisse der Spiele, falls ihr euch das interessiert. Aber ansonsten am Ende des Videos gehen wir da nochmal alles durch. First carry of the game now for the Texas superstar, Bijan Robinson. And he'll get what he can up the middle, 3 yards, that'll bring up second down. Okay, unsere Defense hat zumindest im ersten Drive nicht gehalten. Das ist nicht so geil. From the 33, here's second down at 7. They'll run again here with Robinson. And he'll be Dritter und down sechs. Right ah, nicht so gut. You talk about this Chiefs defense. They were very good in the victory a week ago over Cincinnati. And last week in that victory, they were pretty good. Probably a pretty easy Drake London direkt mal fired up hier. Performance like that, so many people think you just roll into film. Take your popcorn, kick back and enjoy. Und den hat er nicht. Den hat er doch gehabt. Den hat er gehabt, ganz ehrlich. So ein Mist. Ach, so ein Scheiß. Den hat er beim Runterfallen wieder rausgeschmissen. So ein Mist. Schade. Damit direkt wieder ein Punt. Ist ein Touchback. Geht also an der 20 los. Direkt mal 15 Yard Reception Tony. 11 Yard Reception Tony. 6 Yard Reception Kelsey. Also es geht richtig ab bei denen. Wow. Kelsey für 18 Yards. Die nehmen uns hier gerade nach Strich und Faden auseinander. Wie man hier sehen kann. Aber die Defense macht ja auch nichts. Und damit haben wir den nächsten Touchdown für die Chiefs. Wow. Die Chiefs hier mit einem Statement zum Start. They find themselves in a good size hole here and a good size hole early on in this game as they come up on first down. Das ist gar nicht gut. Okay, ready. London, come on. Du kannst das. They'll come out throwing here to start the drive. Den hat er jetzt, oder? Warum lässt er ihn denn fallen? Ganz ehrlich. Was willst du machen? Because they're throwing to start the drive here, but it winds up incomplete. In motion goes the tight end. He'll try again with the arm here on second down. Pitts hat ihn! Pitts hat ihn! Pitts! Look at the big fella go. And finally taken down at the 20-yard line. Richtig guter. A big play there on the richtig guter big play, ja. 50 yards. And normally when you think about huge field flipping plays, sehr gut. It's that shifty slot receiver, that burner on the outside. Not here. That's a tight end doing work down the field. Come on. Oxygen mask. He's gonna need it after that. Oh. That would almost intercepted, but it's incomplete. Hier mit einer Interception jetzt zu starten, nachdem wir schon 14-0 hinten sind. Würde ich nicht machen. Come on! Er verliert 2 Yards. Und 2. That they could let a tackler through, but den that's hat er. Exactly what happened. Kriegt dort Yards, kann dort vorbei. Aber leider kein First Down. Und damit gehen wir raus aus diesem Drive. Vierter und Inches und die nehme ich hier raus bei 14 und 0. 14 zu 0. An der gegnerischen 10. Verstehe ich nicht. Ach, Mann. Damit haben wir halt nur ein Field Goal. Jetzt müssen wir sie aber auch mal defense-mäßig aufhalten. Ich bin noch ein Rookie-QB. Ich meine, ja. Okay, Dritter und 8 haben die jetzt. Ja, und dann neues First Down. Marquise Brown. Incomplete. 2-Yard-Rush, das reicht natürlich. Und da muss einer von uns runter vom Feld und es musste doch gepantet werden. Es hat nicht gereicht. Es war so knapp.
Ah. Nur ein Yard, ja. If they want to start getting back into this game, it behooves them to get better on first down. Yeah, okay, certainly not what they were looking for there out of the opening play of this drive. On second down, und Robinson wieder mit einer riesen Lücke. Kommt dort vorbei. Läuft die Seitenlinie lang. Kommt leider raus, aber ist okay. Ey, wir haben schon 61 Passing Yards. Zwei Completions. He's carried the ball just 5 times. Now that's a big time run. Lightning in a bottle, forget it. He's out of the bottle for that type of a pickup. This offense finding its legs now. Here's another first and 10. Now back to throw. Ja, Pitts hat ihn auch. Sehr gut. Zweiter und eins, den laufen wir jetzt mit Robinson. Ey, die sind schon über die Linie gegangen. Warum konnte ich da nicht snappen? Das wäre eine Strafe für die gewesen. The Falcons at 0-2 here to begin the season. And listen, they made their share of mistakes in these first two games, CD, but yeah, talking with them in the days leading up to this one doesn't seem like they've lost any confidence. I would agree with that. And what they Neues First and 10. Wir kommen gut voran tatsächlich. Danke, Robinson, aber auch. See the need to shake things up. They were going to continue to plow ahead. Ben Stegger. Wie gesagt, Pitts ist ein guter Target. Vielleicht aber auch London, wenn mehr Zeit ist. Ja, sind fired up. Und Pitts wieder völlig frei. Ich liebe Tight End Passes einfach sehr. Aber das sieht gut aus jetzt. Ein Slant machen wir mal. Boah. Come on, Drake London. Und London hat ihn. Touchdown. Dafür haben wir ihn. Sehr gut. Wir sind zurück. 5 Minuten noch im zweiten Quarter. Let's go. Sehr, sehr gut. Wir gehen nicht für die 2. Wir machen den Pat. 10 Punkte nach 14 von Kansas City. Also wir haben geantwortet. Wir sind in Range. Aber 5 Minuten Zeit für die Chiefs, hier nochmal was draufzupacken. Und die wissen, wie man die Zeit von der Uhr nimmt. 6 Yard Reception von Rashee Rice. 13 Yard von Toney. Und schon sind es nur noch 3 Minuten. Und die sind schon bei uns in der Hälfte. 13 Yard Reception. Also ja, manchmal, wir können sie einfach nicht aufhalten. 9 Yard Reception. 9 Yard Reception. 13 Yard Reception. Noch 1 Yard haben sie zu gehen. Und das war sogar ein minus 2 Yard. Aber es ist, denke ich, 4 Yard Rush Touchdown für Patrick Mahomes. 21 zu 10. Und es ist nur noch eine Minute zu gehen. Boah, schwierig. Aber wir haben 3 Timeouts. Wir dürfen das nicht vergessen. Curse Out hat mir eigentlich ganz gut gefallen immer. Mit Pitts. They'll try and start this drive in the air. Den hat Pitts. Wir nehmen schon mal einen Timeout. Falcons gonna use one of their timeouts. As they'll stop it with a tick under a minute to go before half. Ben Stegger. Auch wieder jetzt Pitts, würde ich sagen. Oder Drake London. Mal sehen. The completion sets up a manageable second down. Drake London hat ihn! Richtig gut! Sehr, sehr gut. Let's go! Curse out. Wir sind jetzt an der 40. Und wenn wir nur ein Field Goal machen, ist okay. Den hat Pitts! Out seems. Schnell machen. Schön, der ist völlig frei dort. Und er geht out of bounds. Nein, geht er nicht. From USC. Here's another one. The rookie's got a first down.
They'll look to throw again. Den hat London leider nicht, aber noch 15 Sekunden. Okay, das ist okay. That sure looked like a nice call by the defense, and they're very cohesive in their coverage. As soon as he cut inside, wir haben hier immer minus Yards. Mal gucken. Wir müssen jetzt auf James gehen, ehrlich gesagt. Auf den Touchdown. Oh! Oh, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Der nimmt mich runter. Ich dachte, oh nein. Er macht das Field Goal. Er nimmt mich runter. Oh. Ja, noch eine Sekunde. Und damit geht es jetzt ins dritte Quarter. Steht 13 zu 21. Let's go. Es ist definitiv was drin jetzt hier. So, wir haben jetzt am Ende wirklich wieder viel gepasst. Ich würde sagen, wir laufen. Robinson bricht dort ein Tackle, kann dadurch gute Yards machen, 4 Yards. Das ist richtig, was er sagt. Dritter und 3. Curl-outs bringt mir eigentlich immer gut Yards. Pits mein Target eigentlich. Let's go. Den hat er. Sehr gut. Schön mit der Ruhe hier. Oh, Robinson mit einem guten Gain. 6 Yards. Perfekt. Das sieht gut aus. Good yardage there on first down. Exactly what you want. Get yourself set up and keep making first downs. Keep the clock running. And if they're smart, you're starting to milk the clock. Robinson ist erstmal raus. Das ist ein First Down. Sehr schön. A gain of 5, good enough for the first down. Well, you know they had a third down play on standby just in case, but he says no need with that carry. Runs like that. Robinson wieder auf dem Feld. In this and future contests. Und er wird direkt im Backfield gestoppt. Und damit ist es hier ein 2. und 12. Right receiver under, let's go. London, come on. Oder Pitts auf dem kurzen Wege. Let's go. Pitts hat ihn. Das war gut. Wir waren schon unter Druck. Aber First Down Injury Timeout. Wer ist da raus? Pitts. Nicht gut. Pitts ist verletzt raus hier. Medical staff though going to take a peek and we'll take a break. Straight ahead, it's Robinson. Wenn Robinson jetzt noch ausfallen würde, wäre kacke. Aber okay. Shallow cross. Come on. Drake London. Ist das ganze Spiel schon fired up. Und der hat Platz und der bricht durch das Tackle. Also das ist viel, viel besser als die letzten 2 Spiele zusammen. Muss ich sagen. 192 Passing Yards jetzt schon. Wir sind noch nicht am Ende des dritten Quarters, aber wir... Das ist nicht gut. Wieder 2 Yards verloren. Double Slam. Und ein Bench. Über London. Ja. Das war nicht gut. It's been clear in this matchup which side has been the more physical one. It's been this inside defense. Post. And here's another example on that last play. James oder London? Soll ich London vertrauen jetzt? Come on. Looking to throw. Come on, London! Den hat er und das ist ein Touchdown! For the Atlanta touchdown.
Drake London hat mir im Training gesagt, ich bin offen, spiel mich an. Das war dieses... Und jetzt habe ich ihm Vertrauen gegeben, er war direkt ein X-Factor und das ist das ganze Spiel, schöner Pass. Und jetzt, wir gehen für zwei, liebe Freunde. Wir gehen für zwei. Boah, ein QB-Draw. Also selber rennen. Oh, ich komme noch nicht vorbei. Egal. Wir sind zwei Punkte hinten. Jetzt muss die Defense halten. Wir haben die jetzt wirklich 6 Minuten richtig zum Schwitzen gebracht, die Defense. Mit einem super Touchdown-Pass am Ende. Das war richtig gut. Und jetzt heißt es hier mal Xavier Worthy, okay. 2-Yard-Rush von Pacheco. 2. und 8. 6-Yard-Rush, das heißt 3. und 3, leider eine 11-Yard-Reception. Und sie kommen wirklich richtig gut durch. Wenn wir sie vielleicht zu einem Field-Goal halten, wäre es richtig gut. Wir sind bei 3. und 2. Ja. 5-Yard-Rush, 2. und 5 also. Incomplete Pass. Come on. 3-Yard-Rush, das heißt 4. und 2. Sie müssen kick. Was? Sie gehen dafür? Das tut weh, wirklich. Die sind dafür gegangen und dadurch ein Touchdown. Und jetzt sind sie tatsächlich 9 Punkte voraus. Wir haben noch 9 Minuten 29. Das tut richtig weh. Ach, wenn wir besser in dieses Spiel reingestartet wären. Oh, wir waren 14-0 hinten. Oh, den hat er leider. Dürfen wir jetzt eigentlich auch nichts erzwingen. Okay. Der ist völlig frei. 3. und 1. Come on, jetzt. Bijan, du kannst das. Ich vertraue dir. 1 Yard. Das ist wichtig. Den hat er. Der schmeißt sich noch nach vorne. Wichtig. Wichtig. Spacing Switch. Mal gucken. London will hier den Ball. Vielleicht auch mehr. Der hat viel Platz dort. Und der ist leider incomplete. Bench Dagger, let's go. Werner. Oder vielleicht sogar Drake. London. Oh mein Gott, fast abgefangen. Ja. Das wäre kein guter Timing gewesen. James. Komm. Noch gar nicht angespielt. Ah, 4. Quarter. Mist. Jetzt kann Kansas City das Spiel zumachen. Und dann starten wir hier 0-3 in die Season. Nicht gut, 37 Yard Punt. Fair Catch. 1. und 10. Vielleicht irgendwie den Ball abfangen. Irgendwie den Ball holen. Aber die spielen das hier wirklich so gut runter. Guckt euch das mal an. Das ist krass. Okay, minus 3 Yard Rush. Aber dann kommt wieder eine 10 Yard Reception. Travis Kelce. Wenn er da ist, ja, wenn er gebraucht wird, ist er da. Das ist krass. Wieder minus 3 Yard Rush. Aber... natürlich Marquise Brown wieder mit einem 10-Yard, also, und dann nochmal Travis Kelce mit einem wichtigen 3. Versuch und dann ja, sieht das auch wieder nach einem Touchdown aus für die Kansas City Chiefs. Ich muss ganz ehrlich sagen, so hoch wie das Ergebnis hier aussieht, so hoch war es nicht. Also, wir haben den Start verschlafen, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren gut dabei in diesem Spiel. Deswegen bin ich nicht sauer, wenn wir jetzt hier verlieren.
Wenn aber die Pässe nicht gefangen werden, dann weiß ich auch nicht. At this point, down drive. Big, you'd have to imagine this defense are just going to sit back, blanket the field as best they can. Yeah, this is actually the easy part of the game for them because, just as you noted, they can sit back, keep everything in front of them. But they've blanketed the field the entire game using a variety of coverages. And he'll be taken down, but not before they work it across midfield. 2 minute warning. 22 yards there, aber das Ding ist durch. Nur noch Ergebnis kurz Meeting machen hier. Lance. Nochmal Drake London hier in Szene setzen vielleicht. Ja. Den hat er leider nicht, schade. Setspot. Gar nicht gespielt. Okay, London. Again, he'll drop to throw. Der kriegt ihn nicht. Ach, das war nicht mal im Ansatz ein INT. Ich weiß nicht, was er hat. Now they face a third and 10 after back-to-back incompletions. They'll stick with the passing game as he looks to throw. And oh, that's gonna wind up. Ja, Moore war völlig frei rechts hinten. Nearly their first pick of the game, but it does bring up fourth down. Wir sind an der Mittellinie und wir spielen ihn aus. Okay. Let's go. As expected, they're going for it to keep the drive alive. Den hat er. Den hat er. Richtig gut. Drake London. Wir bilden Confidence zusammen. Das ist zumindest das Gute. 19 Punkte gegen diese Chiefs. Und das war ein guter Pass auf Drake London. Also, das ist nicht schlecht. Aber wie gesagt, wir wurden zu oft aufgehalten. Vielleicht jetzt mal Moore, das ist ja derselbe Spielzug. Und das war fast intercepted hier. Ja. Naja. He'll look to throw. And it's caught. Yep. And he takes this down to about the two before going out of bounds. They'll wind up getting seven on the completion, but they'll still be faced now with a third and goal situation. Yeah, B. Okay. Now a shotgun snap as they'll look to throw. Looking in zone, wow. But it's incomplete. Nehmen die mich jetzt runter? Nein. What an excellent defensive stand there in the red zone. Nice tight coverage. Ich laufe ihn jetzt. Recognized how important it was to bring up fourth down here. Lauf ihn rein. Er läuft ihn nicht rein. Oh. Ja. Das ist das Spiel. Das tut richtig weh, aber naja. Da brauchen wir auch. 36-19, Freunde. Ja, keine Turnovers, klar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren nicht schlecht. Eine Completion Rate von 55,9% ist nicht gut, ja, aber unser Rating hat sich stark verbessert. Und er hat ein fast perfektes Spiel gespielt. Was willst du machen? Was willst du da machen? Wir waren nicht schlecht, meiner Meinung nach. 14-0 stand es erst. Dann haben wir 14-10 gemacht. Dann stand es 21-13. Dann haben wir im dritten Quarter und im vierten Quarter haben wir uns leider outscored. Aber wir hatten die Chance, das Ding noch zu gewinnen. Aber ich fand es jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, leider hat es nicht gereicht für einen Sieg. Aber ich denke, wir haben das nicht schlecht gespielt, oder? Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Das war nicht schlecht. 19 Punkte gegen die Chiefs zu machen, fast nochmal ein Touchdown.
am Ende, aber es hat nicht sollen sein. Und jetzt müssen wir in der vierten Woche endlich mal einen Sieg holen. Jetzt haben wir 2 Skillpunkte bekommen. Ich würde sagen, da gehen wir doch mal rein in unsere Abilities. Showdown Skills. Ja, brauche ich jetzt nicht. Eine Throw Power machen wir mal hoch auf eine 73. Dann Break Sack. Warum nicht? Wir werden oft unter Druck gesetzt. Und damit gehen wir. Advancen wir mal die Week. Und wir spielen als nächstes gegen die Saints. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir müssen endlich gewinnen. Und wir müssen jetzt gegen die Saints gewinnen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie die gespielt haben. Wir schauen rein in den Schedule. League Schedule. Und wir schauen in die Woche 3. So sehen die Ergebnisse aus in der dritten Woche. Patriots gewinnen gegen die Jets. Dann die Cleveland Browns gewinnen gegen die Giants. Dann Green Bay Packers gewinnen gegen die Tennessee Titans. Chicago gewinnt gegen die Colts. Texans gewinnen gegen die Vikings. Eagles gewinnen gegen Saints. Das ist wichtig für uns auf jeden Fall. Pittsburgh gewinnt nochmal. Diesmal gegen die Chargers. Dann haben wir die Tampa Bay Buccaneers, die gewinnen gegen die Broncos. Die Carolina Panthers verlieren gegen die Raiders. Dann haben wir die Miami Dolphins. 24-20 Sieg gegen die Seahawks. Dann Baltimore Sieg gegen die Dallas Cowboys. San Francisco mit einem starken Win gegen die Rams. Die kommen gar nicht in die Season. Detroit Lions gewinnen. Dann die Falcons verlieren. Ja, Buffalo Bills gewinnen gegen die Jaguars. Und die Bengals gewinnen gegen die Commanders. Wir schauen in die Standings rein. Das Playoff Picture machen wir dann erst nach Woche 10, würde ich sagen. Und wir schauen in die jeweiligen Gruppen. Ravens führen vor den Steelers. Und die Bengals sind auch in der Win Column. Dann Texans vor den Jaguars, Colts und Titans. AFC East, Dolphins, Bills, Patriots und Jets. Dann haben wir die AFC West mit den Chiefs, Chargers, Raiders und den Broncos. Die NFC North mit den Lions, Bears, Vikings und die Packers haben auch mal gewonnen. Saints, Buccaneers, Panthers und Falcons. Das ist derzeit das Standings hier. Wir haben wenig Punkte für uns. Wir haben aber auch viele Punkte gegen uns. Es spricht alles gegen uns, aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir das jetzt drehen können nächste Woche. Eagles, dann Giants, Cowboys und Commanders und in der NFC West 49ers, Seahawks, Cardinals und Rams. Das war's von mir. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.